Für mich, für uns ist eher interessanter, wie haben eigentlich die anderen Regierungschefs argumentiert, also auch agiert. Was war der große Fehler von Lenin bzw. von den Bolschewiki? Sie haben es im Gegensatz zu anderen geschafft, dass sie wirklich eine Revolution durchziehen. Und das hat man irgendwie nicht, man hat mehr oder weniger einen ihnen sagen können, das funktioniert einfach nicht so. Das heißt, man musste ein Exempel statuieren. Ein Mann, der uns noch öfter in diesem Referat vorkommt, weil er immer ein Paradedemokrat war, nämlich Winston Churchill. Erster Sidestep, also der war offen und ehrlich dafür, dass 1919 chemische Waffen gegen die bolschewistische Regierung eingesetzt werden. Und sind auch teilweise bei einzelnen Dörfern, die von Bauern bewohnt waren, die eher auf Seiten der Bolschewisten waren, ist also durchgeführt worden. Was meine ich mit Exempel statuieren? Die russische Revolution und der darauffolgende von außen hereingetragene Bürgerkrieg waren nicht das erste Beispiel. Wir brauchen nur ein paar Jahrzehnte zurückgehen, nämlich zur Pariser Kommune. Ein weiterer interessanter geschichtlicher Punkt. Gibt es auch von Marx selber was zu Bürger gegen Frankreich, auch von Lenin. Und da hat man auch ein Exempel statuiert. Die Pariser Kommune hat sie nur drei Monate gehalten und wurde mehr oder weniger durch Intervention der preußischen Armee, die einfach die französischen Soldaten freigelassen hat, um mehr oder weniger zu finden, dass sowas Ähnliches auch in Deutschland passiert. Und mit Exempel statuieren hat es dann auch die, gut, dass ich kein Französisch kann, die Simon Sanglant, ist das richtig ausgesprochen? Okay. Genau, die blutige Woche, wo nicht nur Tausende von Leuten fliehen müssen, sondern auch ca. 20.000 sogenannte Kommunaden, die waren damals die Bewohner von Paris und an der Pariser Kommune teilnehmend, sind umgebracht, verfolgt worden. Das führt mich schon zu einem weiteren Punkt, weil wo der Konnex für mich jetzt da war, ist eigentlich das Zusammenarbeiten der herrschenden Klasse in verschiedenen Ländern, wenn es in einem einzelnen Land zu einer Erhebung kommt. Wir werden einen Großteil meines Referats auch mit dem britischen Imperialismus verbringen, der sich irgendwie weltweit entfaltet hat. Und wer war mehr oder weniger das erste Opfer des britischen Imperialismus, kommen wir sofort nach Irland. Es hat die größere Erhebung des Osteraufstands, der sogenannte Irish Easter Rising, hat aber die historische Anlage darin, dass schon zum Beispiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ich weiß nicht, wer das vom Geschichtsunterricht noch kennt, also wie sind so viele Leute nach Amerika gekommen, es waren teilweise der Iren, also warum gibt es irische Namen jetzt, und hat natürlich mit der Kartoffelfäule zu tun. Stimmt teilweise. Also es sind ungefähr 1 Million Iren ums Leben gekommen, ungefähr oder über 1 Million sind emigriert. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Emigration bzw. der Tod nur teilweise auf diese Kartoffelfäule zurückzuführen ist. Der Hauptpunkt war eigentlich, weil die englische Bourgeoisie es nicht für notwendig empfunden hat, die Getreideexporte, also von Irland nach Großbritannien, irgendwie geringer zu machen, sondern wenn man schon jeden Tag ein Brot essen kann, warum soll man jetzt damit aufhören, warum soll man da irgendwie ihrem zugestehen, dass sie es ja auch alimentieren können. Das heißt, es war teilweise, war es, ich will nicht sagen gewollt, ich will das nicht unterstellen, aber zumindest man hat wenig darauf geschaut. Also so, als Irland der langen Tradition der Unterjochung durch das britische Kapital. Was dann im Easter Rising 1916, also auch noch im Unabhängigkeitskrieg 1919 bis 21, eben als zur Befreiung von Irland geführt hat. Ein wichtiger Name dabei, der auch interessant ist zu wissen, James Connolly, also der Parade-Marxist Irlands, der selbst gemeint hat, wir müssen als Irland nicht nur unabhängig von England sein, auf einer bürgerlich-parlamentarischen Ebene, sondern wir müssen einfach ein sozialistisches Irland sein, um nicht nur von der Nation, sondern auch von den Banken und Großbankbesitzern Großbritanniens unabhängig zu sein. James Connolly selber ist 1916 bei einem Standgericht
umgebracht worden. Vielleicht, wer sich mit österreichischer Geschichte auskennt, Bürgerkrieg in Österreich war ähnlich. Also der Münchreiter, der eigentlich so hätte sterben müssen, ist einfach per Bahre hingetragen worden und hat man halt trotzdem noch gehängt. Das meine ich wieder mit Punkt Exempel statuieren, weil man kann da nicht sich aufbegehren. Jetzt sind wir da teilweise schon in so Erster Weltkrieg, aber zuerst möchte ich noch auf den Aufstieg des Faschismus, hier im Spezifischen des italienischen Faschismus eingehen. In Italien hat es eine längere Tradition von Klassenkampf gegeben. Also hat zum Beispiel schon in August 1917 sogenannte Brotunruhen gegeben, wo auch einfach die Armee selbst auf die Protestierenden geschossen hat. Auch das hat längere Tradition, schon bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und es hat sich in Italien halt, wie in vielen anderen Ländern danach, auch gezeigt, wenn die Arbeiterklasse, die selbst eigentlich die Macht schon in der Hand hat, Stichwort 1920, wo es eine große Bewegung der Fabriksbesetzung gegeben hat, aber auch von der eigenen politischen Führung mehr oder weniger gesagt wird, geht's nach Hause, wir machen das schon. Das ist so ein kleiner Kulminationspunkt, wie eigentlich der italienische Faschismus entstehen hat können, nämlich aufgrund dieser Stärke der italienischen Arbeiterklasse, wo die herrschende Klasse die Bürgerlichen so in Angst und Schrecken versetzt, dass sie gemeint hat, wir können nicht mit Hilfe, wir können nicht mit Hilfe von normalen Mitteln die Arbeiterklasse unterdrücken, sondern wir brauchen mehr oder weniger Schocktruppen, die die Arbeiterklasse entmachten. Wen hat man sie da hergenommen? Benito Mussolini, der schon vorher eine faschistische Bewegung gegründet hat, aber ab dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, die Arbeiterklasse ist eigentlich zu stark, hat man einfach diesen Mussolini benutzt, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken, zuerst und dann auch in weiterer Folge einfach organisatorisch als auch physisch zu zerstören. Und selbst die Arbeiter, die im Faschismus bis Mitte der 40er Jahre haben einen extremen Decline, was heißt das jetzt auf Deutsch, Rückgang ihres Reallohnes gehabt, also zwischen 22 und 43 ist es um die Hälfte gesunken. Und das, die Löhne sind nie gestiegen und die Inflation einfach höher. Das heißt, teilweise ist es sogar so, dass vor dem Ersten Weltkrieg die Situation der Arbeiterklasse vom Lohn her besser war als auch endet, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Also was immer heißt, ja, der Zweite Weltkrieg ist dazwischen gekommen. Was hat Faschismus noch geheißen? Also nicht, ich habe schon gesagt, die organisatorische Zerstörung der Arbeiterklasse war sowohl die kommunistische Partei als auch die sozialistische Partei. Und es hat zu Beginn einen kleinen internationalen Aufschrei noch gegeben, weil es hat halt bekanntere Führer der Arbeiterklasse gegeben. Der eine wird zu nennen der Giacomo Matteotti, der ist 1926, wenn ich mich jetzt nicht... 26 ist er umgebracht worden. Der hat nämlich bei den Wahlen 1924 die 30er gehabt, dass sie geschoben worden ist. Die ist zum Großteil geschoben worden. Und falls wer nicht weiß, es gibt in Österreich einen Matteotti-Platz im 10. Bezirk. Der läuft nämlich genau dort zusammen, wo Liebknecht und Luxemburggasse zusammenlaufen. Also wer sich mal das rote Favoriten anschaut, der Matteotti-Platz. Und ein weiterer Mensch, der natürlich zu erwähnen ist, ist Antonio Gramsci. War Vorsitzender der Kommunistischen Partei, ist, ich will nicht sagen geflohen, aber er hat ein paar Jahre in Moskau verbracht, ist 1926 zurückgekommen, ist halt sofort eingesperrt worden. Man wollte ihn aber nicht umbringen, weil das hat man gelernt von Matteotti, weil der ist dann teilweise zum Märtyrer geworden. Man hat einfach, und ich zitiere, "We must prevent this brain from functioning for 20 years." Seine gesundheitlich schlechte Lage ist dazwischen gekommen, also er ist dann, weil er sogar krank war, 1937 schon entlassen worden, aus dem Gefängnis kurz danach gestorben. Aber es war so eine Art, dieses Exempel statuieren. Und es gibt tausende von Kommunisten im Untergrund gearbeitet haben, die jetzt nicht namentlich irgendwie erwähnt werden können, beziehungsweise die ja eine nicht so bekannte Stellung gehabt haben. Und die Verfolgung, muss man sagen, ist eigentlich bis zur Partisanenbewegung im Zweiten Weltkrieg hat das eigentlich angedauert. Das lasse ich weg. Nur weil ich vorher Imperialismus gesagt habe,
was hat Faschismus und Imperialismus zu tun? Faschismus hat auch teilweise, ich habe vorher erwähnt, die Stärke der Arbeiterklasse, die Schwäche des Bürgertums. Andererseits war auch eine Kategorie, dass der Imperialismus nicht gelöst worden ist. Das heißt, nun, der Zweite Weltkrieg war eigentlich nur eine Erweiterung oder eine Weiterführung des Ersten Weltkriegs. Und der Faschismus als Zwischenspiel zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg hat auch nur funktionieren oder hat deswegen geschichtliche Komponente gehabt, weil eben diese Frage der Aufteilung Europas weltweit nicht gelöst worden ist. Weil ich schon etliche Personen erwähnt habe, ist natürlich interessant, wie so selbsternannte Demokraten zu Mussolini gestanden sind. Ich habe den vorher schon erwähnten, werde nochmals erwähnen, der Winston Churchill war ein glühender, nicht Anhänger, beziehungsweise Anerkenner, der gemeint, wir bräuchten so in England auch. Er hat gemeint, er hat ihn kennengelernt als aufrechten Menschen, nicht Demokraten, aber zumindest als aufrechten Menschen. Und muss jetzt offen und ehrlich sagen, der Churchill hat ihn genauso als teilweise Marionette genutzt, zunächst, indem er gesagt hat, gut, dass wir Mussolini haben, weil das das beste und stärkste Bollwerk in Zentraleuropa, das wir gegen den heraufziehenden Kommunismus haben. Also Demokratie braucht man nur, wenn es für alle passt, aber nicht, wenn man eine menschliche Komponente hineinbekommen will. Dann hat es auch, weil ich Mussolini erwähnt habe und England, es hat auch einzelne Diplomaten der USA gegeben, die in höchsten Tönen von Mussolini gesprochen haben. Und natürlich die katholische Kirche, die darf auch nicht abseits von den Futtertrögen stehen, obwohl zu Beginn der Faschismus immer gesagt hat, wir sind antikatholisch. Also spätestens 1929 haben wir noch ein paar Verträge gehabt bei der Kirche, alle Vorzüge von Steuerbefreiung, Bildung etc. nicht nur zurückgegeben, sondern sondern sogar verstärkt, was halt teilweise sogar bis heute noch wirkt. Gehe ein bisschen schneller Du hast weiter. noch mehr Zeit. Okay, ich habe noch gut gesagt. Dann soll auch in der Diskussion auch kommen. Wie ihr schon merkt, ich bin ziemlich sprunghaft, weil ich gehe jetzt schon zum nächsten Kontinent. Aber es passt so in diese Zwischenkriegszeit hinein. Und da schaue ich gerne natürlich in Hanoi an, weil nämlich in China ist es auch. Also es hat länger schon einen Krieg gegeben. Es hat mehr oder weniger zwischen 1925 und 1927 eine Revolution in China gegeben, wo aber durch die hervorragende Rolle Stalins und der Komintern CDKP, der nationalistischen Partei der Kuomintang von Chiang Kai-shek. Viele Namen muss man nicht alle wissen, aber zumindest es hat eine nationale Partei gegeben und es hat die kommunistische Partei gegeben. Die nationalistische nationale Partei ist sogar aufgenommen worden in die kommunistische Internationale, hat sogar Stimmrecht gehabt, weil laut Stalin der Chiang Kai-shek ein hervorragender Antiimperialist ist. Es hat er dann dadurch bewiesen, dass eben 1927 in Shanghai ein großes Massaker an alle, also irgendwie an Kommunisten und Zivilgesellschaft, also hauptsächlich Kommunisten. Es sind also in den nächsten Jahren einige führende Kader umgebracht worden, war noch die Notwendigkeit, dass sie die KP aufs Land zurückzieht und mehr oder weniger Klassenkampf mit den Bauern machen musste. Gibt es dazu auch eine Literatur? Empfehlung meinerseits, nämlich von Leon Trotzkis Collected Writings on China, auch zum Empfehlen. Die Rolle Stalins habe ich schon erwähnt. Jetzt kommt aber dort der Imperialismus an, nämlich Japan hat sich irgendwann gedacht, warum sollen alle irgendwie Ländereien unterwerfen, das können wir auch. Also Japan hat ist zunächst in Korea eingefallen und hat dann auch große Teile von China, auch also vor allem der Mandschurei und in der Mongolei besetzt. Und da zeigt sie wieder mal, oder ich sage es explizit, die Rolle der Herrschenden, in dem Fall mit der nationalistischen Partei, weil nicht, dass diese nationalistische Partei gesagt hat, wir verteidigen jetzt gemeinsam mit der kommunistischen Partei unser Land. Nein, sie haben mehr oder weniger so ein Stillhalteabkommen gemacht. Haben gesagt, ihr macht das und wir massakrieren weiterhin Kommunisten, weil als herrschende Klasse Japans verstehen wir uns also als herrschende Klasse Chinas verstehen wir uns mit der herrschenden Klasse Japans eh besser als wir mit unseren eigenen Bauern und Arbeitern. Und man hat halt weiter, also sowohl japanische Armee als auch die Armee von Chiang Kai-shek hat weiterhin Kommunisten abgeschlachtet.
auf die näheren Zahlen gehe ich gar nicht ein, wie ich vorher schon erwähnt habe. Jetzt springe ich wieder retour. Ähnlich wie in Italien hat sich auch nicht zwangsläufig, aber irgendwann dann doch der Faschismus in Deutschland durchgesetzt. Also Hitler ist an die Macht gekommen. Man muss sagen, dass damals die organisierte Arbeiterklasse, also in Deutschland einfach die größte und mächtigste war. Auch wieder ein Literaturtipp vom Rob Sewell von uns, Germany from Revolution to Counter-Revolution. Es hat schon Erhebungen während des Ersten Weltkriegs gegeben, es hat dann den Spartakistenaufstand im Januar 1919 gegeben, wo vorher schon irgendwie in fast alle größeren Städte eine Rätebewegung war, die eigentlich nur durch den Verrat der SPD nicht weiterverfolgt worden ist. Und mit der Duldung der SPD-Regierung sind die hervorragenden Marxisten und Linken Luxemburg und Liebknecht von Freikorps umgebracht worden. Also der Liebknecht hat dann ist erschossen worden und die Rosa Luxemburg ist erschlagen worden. Aber der Klassenkampf ist weitergegangen, nur wie die hervorragende Rolle der Kommentaren und Stalins, die ja irgendwie teilweise dadurch, dass sie gesagt haben, jetzt nicht, jetzt doch und wie macht die Kommunistische Partei, hat eigentlich dazu geführt, dass die herrschende Klasse gestützt durch die SPD auch einen Ausweg suchte und dann hat sie in diesem verrückten Hitler gefunden. Kleiner Sidestep, Hitler ist nicht demokratisch an die Macht gekommen, nur man hat sich irgendwie gedacht, man braucht irgendwann Marionette und dann schiebt man ihm das Amt zu, weil dann können wir besser mit den Arbeitern umgehen, nur haben sie irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt. Wobei man merkt, zwischen Faschisten und normale Bürgerliche gibt es ein Näheverhältnis, weil man spuckt sich nicht so sehr ins gegenseitige in die Suppe, sondern der Hauptfeind ist einfach die Arbeiterklasse, das heißt, da ist man sich einig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Zeigt sich auch, dass 1933 das erste offizielle KZ in Dachau eröffnet worden ist und die ersten, die dort einfach reinkommen sollen, waren Kommunisten und Sozialdemokraten. Also die Aussage war, alle Kommunisten rein und bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, ob es wichtig ist, die Sozialdemokraten auch. Und hat so mehr oder weniger die Machtbasis der Faschisten in Deutschland gefestigt. Was hat jetzt die britische herrschende Klasse zu Hitler gesagt? Also ähnlich wie bei Mussolini, solange er nicht uns irgendwie am Schlips tritt, soll er ruhig die Arbeiterklasse zerstören. Unser Hauptfeind ist sowieso die Sowjetunion, weil dort gibt es keine herrschende Klasse mehr und schlimmer als wie, dass es keine herrschende Klasse gibt, dass wir keinen Besitz mehr haben. Und so hat auch bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie Hitler und der deutsche Faschismus zu weit gegangen sind, also sie haben sich in die Tschechoslowakei einverleibt, vorher Österreich, aber dann irgendwie bei Polen sind sie zu weit gegangen, weil da bleibt ja für die anderen nichts mehr übrig. Also so ungefähr sind die groben Vorstellungen. Aber nicht nur die britische herrschende Klasse hat ungefähr solche Gedanken gehabt. Ist zwar nicht im Text gewesen, aber ich weiß es zufällig. Also Henry Ford ist ein ziemlicher Verfechter von Hitler. Also er hat eine offene Unterstützung, also was immer heißt, er war so ein guter Chef, der seine Arbeiter gut gezahlt hat. Also dem war es auch einleuchtend, dass man als Besitzender irgendwie schaut, dass man die Arbeiterklasse unter Kontrolle hat. Ja, nachdem mehr oder weniger ein Land nach dem anderen faschistisch geworden ist und es dann aber zu, wie ich erwähnt habe, wenn irgendwie nur ein Laib Brot da ist und irgendwie Italien und Deutschland immer weiter runterschneiden, muss man auch ein bisschen eingreifen. Führt mich zur nächsten Sequenz, nämlich der Spanische Bürgerkrieg. Das war so die letzte Auseinandersetzung des Faschismus mit der Arbeiterklasse. Wieder zwei Literaturtipps, einerseits vom Ted Grant The Spanish Revolution 1931 bis 1937 und von Trotzkys Collected Writings on the Spanish Revolution. Beim Spanischen Bürgerkrieg treffen wir alle Sequenzen, die ich jetzt irgendwie erwähnt habe, zusammen. Also international, Franco lasst man machen, solange nicht irgendwie England Frankreich irgendwie angreift. Wichtig ist, die Arbeiterklasse zu zerstören und die Sozialdemokraten und die Stalinisten haben durch falsche Politik einfach mehr oder weniger die Arbeiterklasse auch in den Ruin getrieben. Katholische Kirche sowieso auf Seiten der Faschisten
Ich werde jetzt die einzelnen Beispiele, also wahrscheinlich kennt eh jeder das Beispiel Guernica, also das Bild vom Picasso. Picasso, war einfach dieses Legion. Also ich sage es gleich so, es hat zwar einen Nicht-Interventionspakt gegeben, die irgendwie alle dabei waren, nur von Anfang an hat Italien den faschistischen Bruder mit 50.000 regulären Truppen und 30.000 Milizen und Hitler eben mit Legion Condor, die nachher diese spanische Dorf Guernica auf dem Erdboden gleich gemacht hat. Also man hat mehr oder weniger probiert, okay, wie weit ist unsere Kriegsmaschinerie schon ausgereift. Genau, und dieses Nicht-Interventionskomitee hat hauptsächlich die Anführung Großbritanniens und Frankreichs gehabt. Sowjetunion hat zwar auch daran teilgenommen, aber hat unter der Hand schon auch Waffen und auch Personal nach Spanien geliefert. Also die Waffen hätten es mehr braucht als die stalinistischen Agenten, die irgendwie eingeschleust worden sind. Im Endeffekt durch verfehlte Politik als auch der äußeren Stärke der Faschisten ist Spanien schließlich und endlich im Februar 1939 gefallen. Wobei hier auch die katholische Kirche, obwohl die Republik noch gar nicht gefallen ist, sofort Franco als Regierungschef anerkannt hat. Auch die UN, also nicht die UN, damals der Völkerbund. Und auch Großbritannien hat sofort eigentlich Franco anerkannt. Und Franco hat es ja noch in Zeiten wirklich ziemlich generös gezeigt. Also Tausende von Nazis haben in Spanien Unterschlupf gefunden in der spanischen Diktatur. Ich sage es gleich dazu, weil, bevor ich dann vergesse, ich hoffe nicht, aber wo sie ja die Funktion des Faschismus zeigt, dass es von Beginn weg der Hauptpunkt war, die Sowjetunion zu zerstören. Also solange dies der Fall war, hat man zusammenarbeiten können als Faschisten. Es hat so auch den Versuch gegeben, so eine Konferenz der internationalen Faschisten irgendwie abzuhalten. Und es hat da, also nicht nur beim Bürgerkrieg, nach der russischen Revolution haben irgendwie 21 Interventionsarmeen gekämpft, sondern auch während dem Zweiten Weltkrieg hat irgendwie fast jedes einzelne faschistische Land, ich glaube, Franco hat noch Ausrüstung geschickt, aber zumindest Rumänien, Ungarn, Bulgarien haben alle irgendwie Leute geschickt, um die Sowjetunion zu zerstören. Also man merkt, die reale Verfassung der herrschenden Klasse, eigentlich ist uns der Mord egal, Hauptsache es darf kein Beispiel einer erfolgreichen Revolution, wie degeneriert auch das stalinistische Sowjetunion war, aber es darf es einfach nicht geben. Vielleicht auch nur ein kleiner Punkt, weil ich den Typen schon öfter erwähnt habe. Winston Churchill hat die kongeniale Idee gehabt, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war. Wir wieder bewaffnen die Wehrmacht und ziehen Richtung Moskau, um diese Sowjetunion, die so weit in Europa vorgedrungen ist, endgültig zu schlagen, weil, ja, ist ja unser Feind, wenn wir herrschende Klasse sind. Soweit zu den Ausführungen des Faschismus. Ich sage gleich dazu, ich werde versuchen, schneller zu machen. Weil immer. Nicht schneller reden. Okay. Nein, ich werde versuchen, ein bisschen was wegzulassen, vielleicht. Weil ja, nicht falsch verstehen, der Faschismus war an sich eine höchst unnötige, als auch mörderische, blutige Sequenz innerhalb der Geschichte der Menschheit. Nur muss man sich auch eingestehen oder zugutehalten, der Faschismus war auch nur eine Spielart des Kapitalismus. Heißt, der war nicht speziell angelegt, sondern auch eine Spielart. Genauso wie die parlamentarische Demokratie ist es auch ein Kapitalismus gewesen. Und umgekehrt war es nicht nur der Faschismus, der blutig und Genozide verursacht hat, das war auch die Etablierung des Kapitalismus auf weltweiter Ebene. Und da müssen wir uns natürlich anschauen, was für Rolle hat das British Empire gespielt, das in ihrer Eigenbeschreibung noch immer glaubt, dass sie die Zivilisation auf dem Erdball gefördert haben. Also bürgerliche Historiker würden bis heute sagen, ohne ihnen würde es keine globale Zivilisation geben. Vielleicht ein kleiner Fun Fact am Rande. Warum hat die katholische Kirche auch den Faschismus unterstützt? Nämlich zur Verteidigung der christlichen Zivilisation gegen die unchristlichen Bolschewiki. Gut, das werde ich jetzt ein bisschen abkürzen, weil es sind wieder so viele Zahlen, aber es hat Auseinandersetzungen in Indien gegeben mit einem massenhaften, innerhalb jahrelanger
Unterdrückung. Es hat die Burenkriege gegeben, die vielleicht jeder kennt, beziehungsweise hat es den Opiumkrieg gegeben. Was war das? Großbritannien hat gegen China Krieg geführt, weil China gesagt haben, wir wollen euch Opium nicht. Und gesagt, nein, ihr müsst uns Opium kaufen. Also so funktioniert auch Kapitalismus. Also Kauf, nein, doch, du kaufst. Funktioniert teilweise auch so. Ich kenne jetzt Dutzende Beispiele vom britischen Imperialismus oder vom British Empire, das einfach mit den Leuten, der das zweite, dritte oder vierte Klasse als Menschen umgegangen ist. Nur vielleicht ein Detail am Rande, weil wieder dieser Connex, weil ja der Terror in der Sowjetunion 1919, also der Bürgerkrieg, muss man sagen, so schlimm war. Also im 1919 im April hat es ein Massaker in Indien gegeben, wo sie einfach friedliche, unbewaffnete Protester einfach zusammen gepfercht haben und dann einfach von einer Hilfsarmee von Indern einfach die so lange reingeschossen haben, bis keine Munition mehr gehabt haben. Also so friedlich und demokratisch war die Verteidigung des britischen Imperiums gegen das Heraufziehen des Kommunismus. Und da finde ich dieses Zitat, weil wir halt vor Gewalt gehabt haben, ein bisschen zutreffend. British, Klammer auf, Democrats, Klammer zu, these same Democrats ruled over an empire that was shooting peaceful protesters. The violence against the oppressors is to be condemned, while the violence of the oppressors is applauded. Hast die Unterdrückten, also die Gewalt der Unterdrückten, gehört ausgemerzt, aber wenn man als herrschende Klasse andererseits überdrückt, muss man natürlich den anderen applaudieren. Und was auch noch ein Großteil des britischen Empires ist, weil ja, wie wir alle wissen, es gibt so diesen Commonwealth noch, aber die großen Ländereien sind mehr oder weniger eigenständig. Wir als Marxisten würden sagen, nein, in Indien herrscht teilweise noch immer die britische Klasse durch Banken. Vielleicht Irland als besseres Beispiel. Aber wo sie irgendwie gemerkt haben, also die britische Empire und die herrschende Klasse, dass sie abziehen müssen, haben sie dieses schöne aus dem Römischen Reich kommende Divided Impera betrieben. Nämlich sie hinterlassen eine dermaßen unstrukturierte Struktur, ja. Eine Unstruktur, nämlich was haben sie in Indien gemacht? Sie haben einfach das Land geteilt und haben gesagt, ihr gehört nicht zusammen, also ist es geteilt worden in Indien und Pakistan. Und weil es so schön ist, teilen wir es nicht nur entlang von Nation, sondern entlang von Religion. Das eine waren nämlich die Hinduisten, das andere waren die Muslime und so sind schon Massaker angelegt gewesen, weil es hat etliche Vertreibungen gegeben. Später ist auch noch ein anderes Land abgespalten worden. Ähnlich hat man es mit Irland gemacht. Warum Irland? Naja, Nordirland, Irland, entlang von nationaler Linien, also auch von Religion, hat genauso funktioniert. Also wenn wir schon die ganze Insel Irland verlieren, dann nur zum Teil und wenn wir schauen, dass zumindest ein bisschen eine Imbalance noch ist. Ganz Afrikas ist so angelegt. Also wenn ihr euch die afrikanische Landkarten vorstellt, wie da mutwillig also die Landkarte gezogen worden ist, teilweise aus Syrien, also ganz Afrika ist irgendwie nach diesem Prinzip teile und herrsche, und Frankreich hat es eigentlich ähnlich gemacht. Was meine ich mit ähnlich gemacht? Nicht nur der Imperialismus des britischen Empires, sondern auch der französische in Nordafrika, in Asien, hat nach den gleichen blutigen und Machtverhältnissen agiert. Genauso Deutschland in Afrika, also auch Belgien, also auch Italien. Vielleicht noch zu Deutschland und Afrika zu sagen, also weil es immer Genozid heißt, also da war auch schon. Was jetzt immer wieder hochkommt, ein Massaker an, das ist eine Falschsack, an Herero und Nama, also die haben einfach aufgrund dessen, weil sie eigene Tribe, also eine eigene Tribe, Stamm, danke, eigener Stamm waren, einfach nur deswegen umgebracht worden. Gut. Weiter im Text mit Imperialismus, ich werde es eh schon was auslassen. Wer darf bei Imperialismus natürlich nicht fehlen? Richtig, die USA. Der US-amerikanische Imperialismus hat sich ziemlich spät entwickelt. Wo würdet ihr sagen, wo die ersten Pflänzchen des US-Imperialismus waren? Philippinen. Bitte? Die Philippinen. Wann war das? Ich weiß nicht, was du meinst, deswegen. Ja, die haben ja, das war ja eine Kolonie von den USA noch mit Ja-Basen. Haben sie da
drauf gehabt? Ich glaube, dass es später war. Also ich würd den Beginn des US-Imperialismus nämlich genau mit August 1945 datieren. Nämlich mit dem Abschuss von zwei Atombomben, zuerst auf Hiroshima und andererseits auf Nagasaki. Ich erspare euch wieder Zahlen, also bis heute leiden Leute an dieser zum Beispiel. Und warum war so der erste Punkt des US-Imperialismus? Weil immer geheißen wird, ja, warum haben sie das gemacht? Sie wollten den Krieg so schnell wie möglich beenden. Gut, die paar Monate hätten sie jetzt auch noch warten können, bis das japanische System selbst implodiert. Nein, der Hauptpunkt war einfach, der Sowjetunion zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt noch weiter in Asien irgendwie den Einfluss machen, dann implizit aufpassen, wir haben eine Atombombe. Und weil das nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, es war teilweise in anderen Stellvertreterkriegen wirklich die offene Forderung, die Atombombe einzusetzen. Sage ich gleich dazu. Also als kleine Zusammenfassung kann man einfach sagen, dass sowohl der Erste als auch der Zweite Weltkrieg ein notwendiger Ausdruck der Krise des Kapitalismus war und die nicht weggelöst von dieser Krise waren, weil solange es den Kapitalismus geben wird, wird es Krieg geben. Und das war eben diese zwei Weltkriege waren eben der Ausdruck davon. Und wenn wir gerade bei US-Imperialismus waren, ich sprich's nur ganz kurz an, nämlich Krieg in Korea, der auch so eine, das Pushback des Kalten Krieges war, also der Vietnamkrieg, der, weil wir bei Demokratie und nicht Gewalt sind, also es war so diese Idee, man teilt Vietnam in der Mitte auf, also beim gewissen 82. Breitengrad, nördlich irgendwie unter Einflusssphäre Sowjetunion darf die Kommunistische Partei dort schalten und walten und im Süden wieder andere eingesetzt, mit der Idee, bald Wahlen zu machen. Nur sind die Amerikaner dann draufgekommen, wenn sie in Vietnam jetzt Wahlen machen, würde die KP irgendwie 80% haben und das kann man nicht zulassen. Das heißt, man hat genauso wie in Korea übrigens die erste und letzte Kriegsintervention mit UN-Mandat. In Vietnam hat es kein UN-Mandat mehr gegeben, da ist die USA einfach allein hin. Und das, was ich vorher gemeint habe mit dem Krieg in Korea, da war nämlich von diesem McAllister, vom Oberbefehlshaber, die Idee, weil China kommunistisch, die unterstützen Korea, wir schmeißen eine Atombombe auf China, um die ganze Region einfach endgültig zu befrieden. Man hat aber gemerkt, also wir wissen eh alle, wie Vietnam ausgegangen ist. Ein anderer Punkt, der irgendwie auch in diese Machtsphäre einspielt, war Indonesien, wo auch eine wahnsinnig starke kommunistische Partei mit Gewerkschaften, mit Sympathisanten in 10 Millionen gegangen ist, wo diese gleiche Idee von einer progressiven Allianz, also wo die Kommunisten auch dann von der nationalistischen Partei abgeschlachtet worden sind, zuerst noch unter Anleitung von Mao, also nicht ob das Abschlachten, sondern dass man mit denen zusammengeht und irgendwie wartet und wartet und wartet. War auch schon, und deswegen US, irgendwie, also CIA hat dort auch agiert und hat teilweise sogar Listen mit kommunistischen Parteimitgliedern an den Dominik, wie hat der Suharto? Der noch einen Wachung, egal. Dann gibt es natürlich eine lange Phase von Lateinamerika, das werde ich jetzt weglassen, also nicht weglassen, sondern ich werde es einfach abkürzen. Ein bekannter Autor geht davon aus, also er hat ein Buch geschrieben, vielleicht auch interessante Lektüre, Military Government in Latin America 1959 bis 1990, wo irgendwie in 11 verschiedenen Ländern immer irgendwo, also es waren in 11 verschiedenen Ländern Eingriffe der CIA bzw. Putsche, ja, und wenn wir so ehrlich sind, geht es bis heute so weiter. Also diese Destabilisierung in Venezuela basiert teilweise auch auf dieser Politik des US-Imperialismus. Ich schaue nachher bei meinen anderen Zetteln, ich habe es für mein Referatsthema, aber ich schaue da nachher. Oder von welchem Zeitraum deckt das ab? Also das ist ein Buch, 1959 bis 1990. Mhm. Gut, vielleicht noch zwei Sachen. Einerseits historisch, weil ja alles, man könnte ja sagen, naja,
Das war vielleicht einmal so, das ist halt, gut, ich habe es eh schon aufgelöst. Lateinamerika ist bis heute noch dieser Ausdruck des Imperialismus als mehr oder weniger Geschichte der Gewalt des Kapitalismus. Kommen wir vielleicht nur zum Nahen Osten. Ich werde jetzt gar nicht auf Iran-Irak-Krieg eingehen, den es gegeben hat, oder Afghanistan-Krieg etc. Also da gibt es genügend Material, was man sich historisch anschauen kann. Was man aber dazu also grundsätzlich sagen muss, es hat sowohl im arabischen Afrika, also Ägypten unter Nasser, also auch in anderen Afrika, Sankara in Burkina Faso, aber auch in Syrien oder in anderen Ländern hat es einen, wenn man so sagen will, einen Linksruck gegeben. Also es sind progressive Menschen in die Macht gekommen, die teilweise verstaatlicht haben. Und weil man eben gemerkt hat, die sind zu stark seitens des Imperialismus, des US-Imperialismus, hat man nämlich eine andere Speerspitze gefunden, nämlich den Islam. Und dabei fundamentalistische Gruppierungen. Die Muslimbrüderschaft gibt es in Ägypten schon länger, also schon Zwischenkriegszeit, aber gezielt finanziert und aufgebaut mit einzelnen Sektionen in Pakistan, in Jemen, sind sie erst als Ausdruck des Linksrucks in den Ländern, sind sie erst in den 50er, 60er Jahren. Also zum Beispiel, weil ich Afghanistan erwähnt habe, ich bin ja da drauf gekommen, alte Filme anzuschauen aus Hollywood. Also wenn ihr den Rambo 2 Teil anschaut, der ist historisch so genial gefälscht, also wie wenn das die Afghanen irgendwie Freiheitskämpfer wären, die gegen die bösen Sowjets kämpfen müssen. Freiheitskämpfer, also die meisten Leute waren dort diese sogenannten Mujahideen. Das waren teilweise Söldner, die in Jemen in Trainingscamps waren. Unter anderem ein gewisser Freiheitskämpfer, der der Demokratie untergeordnet war, nämlich ein Osama Bin Laden. Diese Destabilisierung ist einfach so weit getrieben worden, dass man es einfach gelassen hat. Also man hat es einfach gesagt, Afghanistan ist befreit, dann lassen wir einfach die Taliban an der Macht. Also die waren auch die Nachfolger, Pakistan ähnlich, bis dann auf gewissen Gründen diese Leute sich gegen den US-Imperialismus gestellt haben. Es sind teilweise anderen Diktaturen auch passiert. Was hat man wieder gemacht? Man hat irgendwelche glücklichen Leute gefunden und diese finanziell unterstützt. Wir kennen sie als Al-Qaida, wir kennen sie als ISIS oder als syrische Rebellen namens, weiß ich nicht, Al-Sham oder irgendwelche, also diese vielleicht in einer Nuance von IS unterscheiden, aber das war's. Aber die werden auch finanziell erklecklich unterstützt. Einfach mit der Destabilisierung, und das bringt mich wieder zurück, weil was bringt das alles? Schaut euch nur an, was die 10 größten Waffenlieferanten weltweit für Profite gemacht haben, wer in diesen Vorstandsetagen sitzt, also nicht jetzt eine Verschwörungstheorie, dass das absieht, sondern das einfach gezielt, also die herrschende Klasse hat, sieht einfach auch die Notwendigkeit, weiter Militärausgaben zu erhöhen. Und natürlich im Vordergrund Demokratie und Menschenrechte. Ich werde, also wir kennen das noch in der Diskussion auch noch, oder vielleicht in einer freien Diskussion, aber auf was ich noch eingehen will, ist nämlich diese Gewalt, die ich jetzt beschrieben habe, als Notwendigkeit, als Ausdruck der Unterdrückung der Arbeiterklasse, als Ausdruck des Imperialismus. Wir kennen aber eine Gewalt auch in unserem Everyday Life. Heißt, was meine ich damit? Gewalt ist auch, wenn ich, das ist jetzt ein ziemlicher Bruch, aber wenn ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe, wenn ich nicht adäquat gesundheitsversichert bin, wenn ich meine Überstunden nicht ausgezahlt bekomme, wenn ich psychisch krank werde durch meine Arbeit, Burnout, wenn ich keine gescheite Lebensmittelversorgung habe, nämlich das ist alles strukturelle Gewalt seitens des kapitalistischen Staates. Ob teilweise gewollt oder nicht, das ist einfach Ausdruck dieser Gewalt und die ist uns einfach jeden Tag, steht uns dir gegenüber. Warum ist es so wichtig, das festzuhalten, dass es auch Gewalt ist? Weil nämlich immer, wenn es um die Gewaltfrage geht, ist es nämlich die Frage, darf das sein? Und ich finde so eine, also die Fragestellung ist ja da, sind Marxisten für Gewalt? Klar dazu, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist, wie können wir ein menschenwürdiges System, einen Sozialismus aufbauen? Brauchtest du zur Gewalt? Nicht per se.
dass es in manchen Momenten aber dazu führt, also ich habe es hoffentlich mit vielen Beispielen untermauert, dass er einfach, also wenn die Reichen sagen würde, okay, ihr habt vielleicht recht, vielleicht ist es doch nicht so geschickt, wie wir jetzt noch in das System ausgestaltet haben, passt, wir ziehen uns auf unseren Landsitz zurück, übernimmst doch hier die Macht. Also da braucht man keine Gewalt. Also die sollen von mir aus ihren kleinen Landsitz haben, selbst Lenin hat, um irgendwie den, wie man sagen, Brain Drain, hat gemeint, man könnte ja doch einzelne Kapitalisten auszahlen, um sie damit mehr oder weniger zu sagen, bauen wir gemeinsam die sowjetische Wirtschaft auf. Na, das wollten sie nicht, weil sie wollten einfach nur die Macht haben. Und das ist genau der Punkt. Und wenn wir mit unserer Herangehensweise ein menschenwürdiges System aufzubauen, in diese Schranke der herrschenden Klasse, die dann zwangsläufig nicht mehr nach Demokratie, Demokratie ist nur dann notwendig, wenn es zur Abwehr von einer Revolution kommt. Wenn es aber diese Abwehr nicht, dann braucht es halt keine Demokratie, das haben wir gerade verhaspelt. Ich hoffe, es ist ungefähr klar. Heißt, wir streben eine ungewalttätige Revolution an, nur wird das dann teilweise nicht passieren, wenn man zum Beispiel hernimmt, die Bolschewiki, der Trotzki hat das so beantwortet, haben sich die Bolschewiki schuldig gemacht, Gewalt als Sturz der vorherrschenden Klasse anzuwenden, ja, dann waren sie schuldig, genauso wie der Spartakusaufstand im alten Rom schuldig war, gegen die eigenen Sklavenhalter aufzutreten, genauso wie die leibeigenen Bauern schuldig waren, dass sie die Unterjochung der Großgrundbesitzer abgestriffen haben, genauso wie die haitianischen Sklaven schuldig waren, dass sie den französischen Imperialismus entmachtet haben, genauso schuldig werden wir uns zwangsläufig immer machen, wenn wir uns an den Aufbau des Sozialismus heranmachen. Aber dann ist es für uns immer keine moralische Frage, sondern einfach immer zu erklären, Gewalt wird hauptsächlich von der herrschenden Klasse zur Unterdrückung der unterdrückten Klasse eingesetzt. So, und jetzt schließe ich. Sozialismus oder Barbarei?